Eine Jazzband machen, die auch gut in einem Club funktionieren kann. Gute Melodien, die eine Tiefe haben, gute Grooves. Die Verknüpfung von verschiedenen Musikstilrichtungen. Jahre ist im Chordclub. Also um das mal auf meine Person zu beschränken, würde ich sagen, alle Instrumente, die ich spiele, sind in den 70er Jahren gebaut. Auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt, dass ich die Jungs sehr sympathisch fand. Die Cordula hat mich gefragt, als wir noch zusammen studiert haben in Mannheim. Da plante sie diese Band und hatte sich sozusagen die Musiker zusammengesucht, die sie gerne hätte. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben mal ein bisschen gehört und gedacht, wohin es gehen kann. Und dann haben wir so mit den ersten Songs angefangen. Die Sounds von früher nehmen und sie in die heutige Zeit transportieren. Wir bauen eine neue Sandburg aus altem Sand.
sein darf. Freue ich mich auf ein schönes Konzert. Wenn neue Leute dazukommen, mit denen man nicht jeden Gig spielt, das ist sehr interessant und jeder gibt seinen Input. Wir haben sogar Fans auch in Italien und letztens habe ich gesehen, auf der Internetseite hat irgendjemand aus Indien auch auf unsere Seite geklickt. Geschichte, in der ich Reggae gehört habe, Rockmusik gehört habe, alles Mögliche. Und letztendlich kann ich im Podclub diese ganzen Sachen, die ich gerne gehört habe oder die mich interessieren, zusammenbasteln. Ja, unseren besonderen Podclub-Sound, den haben wir, ob wir wollen oder nicht.